Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an dem Bildschirm. Willkommen zu einer weiteren Folge von Newcomer TV Magazin. Und ich möchte euch einladen, mit mir zurückzugehen in die erste Newcomer TV Nacht, die im März, Ende März stattgefunden hat in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße dieses wunderbaren, schönen Taunuses. Es war eine fantastische Veranstaltung mit vier fantastischen Bands. Und ich möchte euch jetzt zwei Bands bzw. Musiker und Musikerinnen vorstellen, die hier auf der Veranstaltung gespielt haben. Eigentlich sollte Ghost Girl spielen, aber sie war krank und lag da nieden im Krankenhaus. Und ich hoffe, sie ist mittlerweile wieder gesund. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass sie bei einem der nächsten Newcomer TV-Nächte dann ihr Konzert nachholt. Und es war total aufregend, weil wir müssen dann ja jemanden finden, der diesen Platz sozusagen ausfüllt. Und wir haben unsere Scouts in die ganze Welt geschickt und haben jemanden gefunden in Wiesbaden. Und zwar 5 Minuten vor Ladenschluss. Also das heißt, ich wollte eigentlich schon losfahren zur Newcomer TV-Nacht. Und dann hatte ich ihn am Telefon, nämlich den unglaublichen Rami Hatab. Und Rami Hatab ist ein Singer-Songwriter und Pop-Poet, wie ich schon sagte, aus Wiesbaden. Und der schon früh gelernt hat, dass Musik das Einzige ist, was in seinem Leben funktioniert. Und wie sich das anhört, diese wunderbare Musik, die er macht, das werdet ihr jetzt erleben. Deswegen ein Riesenapplaus von euch für Rami Hatab. Du stehst auf, der Wecker peitscht sich an. Wieder ein Tag am Limit, ohne Erbarmen. Hältst den Kaffee und das Lenkrad auf der Fahrt. Jeden Tag im Gleich durch eine viel zu volle Stadt. Wir bauen und bauen und bauen, bauen uns ein Haus. Vergessen die Fenster für den Blick nach draußen. Wir kauen und kauen, sie geben uns zu kauen. Auf das wir nicht denken und einfach alles glauben. Es geht im Bach runter. Lach nur, Bruder, du gehst mit. Es geht im Bach runter. Lach nur, Bruder, du gehst mit. Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du? Ich frage, wann kommst du? Du stehst auf, der denkst, es kann's nicht sein. Sind ja schon am Schlafen, du kommst viel zu spät heim. Bleibst am längsten auf dem Job, das muss so sein. Die Angst, die gleich kommt, betäubt die Flasche Wein. Dieses Streben nach Glück macht jeden hier verrückt. Bis zum sicheren Posten wird sich eh nur hochgebückt. Was der Reiche bekommt, bekommt der Arme genommen. Das Letzte, was dir bleibt, ist damit klar zu kommen. Es geht im Bach runter. Sag nur, Bruder, du gehst mit. Es geht im Bach runter, yeah, yeah, yeah. Sag nur, Bruder, du gehst mit. Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du? Ich frage, wann kommst du? Hast du auch keinen Bock mehr auf Krieg im Kopf? Und frage, wann kommst du? Geh doch auch auf dein Herz, solang's noch klopft. Und frage, wann kommst du? Schalt den Gang runter. Sag mir, Bruder, schalt den Gang runter. Ja, Digga, wann fing das an mit Musik? Es war viel später. Das ging, ich habe Musik schon immer sehr geliebt, aber das ging erst eigentlich mit 17 los. Ich habe mit 17 angefangen, Gitarre zu lernen. Wegen einem Mädchen? Unter anderem auch. Ich meine, das macht jeder Musiker, gell? Man träumt dann immer von den Mädchen. Ich träume von den Boys, aber ist was anderes. Ja, gut, ist ja auch okay. Gell? Auch okay. Hauptsache, man träumt, das ist wichtig. Ja, das ist das Wichtigste. Und ich habe halt, wie gesagt, gemerkt, sobald ich die Gitarre in die Hand genommen habe und nur ein bisschen rumgeschrammelt habe, da ging irgendwie was. Die Leute fanden das irgendwie gut. Und ich bin auf der ständigen Suche nach Anerkennung in meinem Leben. Echt, ja? Ja, warum auch immer. Also ich muss irgendwie gehört werden. Ich bin so ein Typ, ich muss gehört werden. Ich babbel auch immer laut und versuche mich immer, das sind so Diskrepanzen, die ich so habe. Da muss irgendwas in meiner Kindheit sehr schief gelaufen sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Jedenfalls will ich immer gehört werden. Das habe ich mittlerweile rausgefunden, dass das ein Grund ist, warum ich
Musik mache. Beide gehen, beide machen, ja. Beide weinen, beide lachen. Beide sammeln, beide geben. Beide leiden, beide leben. Gleiche Farbe, gleicher Lack. Und alles tanzt im gleichen Takt. Gleicher Anzug, gleiche Uhr. Whisky, Cola, nicht mal pur. Weder Merkel, gleiche Wahl. Ist doch alles scheißegal. Selbe Disco, selber Club. Wieder mal die gleiche Suppe. Beide gehen, beide machen. Beide weinen, beide lachen. Beide sammeln, beide geben. Beide leiden, beide leben. Beide küssen, beide singen. Immer ein bisschen beide bringen. Immer wieder Kopf hoch, einfach immer weiter so, einfach immer weiter so. Dab, 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 dab. Neuer Morgen, gleicher Job, Konto leer, kein Bock. Wieder mal eine Chance verpennt, Hände hoch, wer das kennt. Will endlich leben, will ans Meer, Auto steht, Tank leer. Bin mal wieder nicht auf Spur, ich bestelle Whisky pur. Beide gehen, beide machen. Beide weinen, beide lachen. Beide sammeln, beide geben. Beide leiden, beide leben. Beide küssen, beide singen. Immer ein bisschen beide bringen. Yeah. Immer wieder Kopf hoch. Einfach immer beide so. Einfach immer beide so. Das Cover ist von dem Album so ein Wohnwagen. Das suggeriert, dass du im Prinzip auch auf den Straßen dieser Welt unterwegs bist mit deiner Musik. Pandemie hat uns natürlich alle runtergefahren. Wie sieht's aus 2022? Gibt es schon Konzerte, wo du wieder alleine oder auch mit Band unterwegs bist? Kannst du da schon was erzählen? Ja, also es gibt auf jeden Fall schon viel mehr Anfragen schon mal. Dann hab ich heute... erst gesprochen, der Schwedler See in Frankfurt. Schwedler See muss voll die Location sein. Kenne ich persönlich nicht, aber da werden wir 4 Termine spielen. Juni, Juli, August und September. Jeweils immer ein Wochenende, also einen Samstag werden wir da spielen. Tourdaten auf Spotify oder auf meiner Homepage oder überall. Die Sommerwerft sonst findet wieder statt. Ist dir das bekannt, die Sommerwerft? Ja, auf der Sommerwerft habe ich schon 2-mal mit meiner Band gespielt. Ja. Genau, und findet wieder statt. Ich freue mich sehr. Ja, natürlich. Sommerwerft ist geil. In dem Beduinenzelt. Ja, genau. Ich bin dabei. Wieder kurz vor der Explosion. Jedes Wort wird zu Munition. Beamer, Baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion. Den Abend schön geplant, liegen grad noch Arm in Arm. Völlig aus dem Nichts schlägst du jetzt Alarm. Stellst alles hier in Frage, ganz egal was ich dir sage. Hörst mir einfach nicht mehr zu, genug ist genug. Kurz vor der Explosion. Jedes Wort wird zu Munition. Be my baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion. Oh, 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 oh. Explosion, Explosion. Oh, 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 oh. Explosion. Explosion, yeah. Glaub nicht an Zufall, denn ich seh die Strategie. Alle deine Themen rauben mir die Energie. Kämpfst nicht für Frieden, willst nur noch Krieg. Heute Nacht schon wieder auf der Couch und schreibe dieses Lied. E, e, a, 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 e, 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 a, 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 wieder kurz vor der Explosion. Jedes Wort wird zu Munition. Be my baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion.
draußen. Excuse your own, excuse your own. Wir verschwenden wieder Tage, wenn Selbstblicke nichts mehr sagen. Diese Ruhe vor dem Sturm ist bald nicht mehr zu ertragen. Wir verschwenden wieder Tage, wenn Selbstblicke nichts mehr sagen. Diese Ruhe vor dem Sturm ist bald nicht mehr zu ertragen. Wieder kurz vor der Explosion, jedes Wort wird zur Munition. Be my baby, was heißt das schon? Wieder kurz vor der Explosion. Yeah, Newcomer TV Nacht. Tja, was eine Stimme, oder? Toller, sympathischer Künstler, ein fantastischer Sänger, Singer-Songwriter, Rami Hatab. Und als wir ihn beim Soundcheck hatten, ich hatte ja gedacht, er kommt mit der Akustikgitarre vorbei und dann fängt er an zu singen und so. Und plötzlich höre ich, Schlagzeug, Band und so. Und es hat alles wunderbar funktioniert mit diesen Playbacks und passte auch ein bisschen sozusagen als Ersatz von Equipment her zu Ghost Girl, weil die ja auch im Prinzip R&B-Sachen macht zu Playbacks. Das ist ja eine moderne Art, musikalische Darbietungen auf der Bühne zu zeigen. Jetzt möchte ich euch die nächste Band vorstellen, die auf der wunderbaren ersten Newcomer TV-Nacht gespielt hat. Und ich habe hier einen wahnsinnigen Blätterwald. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und diese Band, die habe ich kennengelernt 2020, als ich so im Netz unterwegs war und mir alle möglichen Online-Streams angeguckt habe von Singer-Songwritern und Pop-Poeten. Da waren die beiden, handelt sich um Zwillinge, in irgendwelchen Parks unterwegs mit Akustikgitarre und haben so fantastisch zusammen gesungen. Es war so pur, dass es mich total in den Bann gezogen hat. Und ich habe gedacht, ich brauche die Jungs unbedingt zu einem der Newcomer-TV-Nächte, die wir ja veranstalten von Virus Musik Radio. Und ich habe sie in dieser Show bekommen. Und deswegen ein Riesenapplaus von euch für Used, Singer-Songwriter-Zwillinge aus Heidelberg. Money, cars, all about
some fun. But what if that word goes down? Can we save our town? Can we stop the flood? Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Soundqualität fast wie im Studio war. Also das war wirklich super gut aufgenommen. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, weil ich habe ja in der Zeit, haben ja, sage ich jetzt mal, Hinz und Kunz in Anführungsstrichen aus dem Keller, irgendwie mit Akustikgitarre aus dem Wohnzimmer, überall hast du kleine Videos gesehen und die waren dann auch dementsprechend irgendwo von weit entfernt mit Mikro aufgenommen. Das klang dann dementsprechend schepprig oder was auch immer. Und eure klangen so, als ob ihr im Studio aufgenommen habt. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber ich wüsste es gerne. Also wir haben uns da auch immer Gedanken gemacht, was sollen wir machen, wie sollen wir es machen. Wir haben auch schon Sachen im Studio aufgenommen, haben aber gemerkt, wenn wir sowas machen, also zu zweit als Duo, dann muss es doch auch irgendwie live sein. Und wir haben uns dann erkundigt und es gibt so ein kleines Aufnahmegerät von Zoom und das Ding ist erstaunlich gut. Also wir haben uns einfach nah an das... War das Zoom oder... Ich meine, es war das Tascam? Zoom oder Tascam, eins von beiden. Okay. Und das haben wir einfach hingestellt. Ja, Hammer, auf jeden Fall. Und haben uns dann so aufgenommen. Und haben halt den, man muss halt immer ein bisschen gucken, wo man es hinstellt, dass die Gitarren und die Stimmen irgendwie räumlich gut klingen. Und es war einfach, was mich so gewundert hat, es war so nah. Also es war so, wie als ob ihr im Prinzip das im Studio aufgenommen habt und dann ein fantastisches Playback hingelegt habt, mit Lippensynchron und so. I don't care what they say or do. I don't care what they say or do. I don't care what they say. Ooh, we're gonna make it through. Deep inside, I don't care what this.
wie ist das, wenn man unter Brüdern, ich meine, ihr kennt nichts anderes, also unter Brüdern zusammen 24 Stunden am Tag Musik macht, wie ist das? Ja, es ist eigentlich, fühlt sich einfach natürlich an, weil wir es ja schon immer gemacht haben. Also wir haben schon als Kleinkinder irgendwo rumgetrommelt und haben dazu gesungen und dann irgendwann haben wir angefangen, Gitarre zu spielen und haben halt zu zweit einfach Musik gemacht und dadurch, dass wir halt schon immer eine enge Verbindung hatten als Zwillinge, hat sich das dann einfach so ergeben, ja. Und habt ihr eine musikalische Familie, also mit Hausmusik und mit allen drum und dran? Geht so, also unser Vater ist nicht unmusikalisch, unsere Mama auch nicht, aber es sind jetzt auch keine, also keiner von denen hat irgendwie Musik studiert. Doch, unser Opa, also der Uropa. Der Uropa, der das stimmt. Aber der ist ja auch ein bisschen weiter zurück. Aber der war richtig gut, also hat Geige gespielt. Ja, und so. Ja. Also das heißt, da liegen schon die Roots in den Genen so ein bisschen, musikalisch und so. You and me, side by side, I will take another ride on top of you. King. Hold you close and start to swing. Water, sun, my drink and you. Finally, a dream is coming true. And it's another sunny, funny afternoon. Swimming round and round with you. Es ist schon irgendwie toll, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn die beiden zusammen singen, das ist so tight, ja, das ist so unglaublich tight, die beiden Zwillinge von Just, dann geht einem das Herz auf, zumindest mir. Ich hoffe, das Konzert hat euch gefallen und geht auf die Internetseiten von den Bands, die wir heute in der Sendung hatten und von Just und liked sie. Mir bleibt nichts anderes übrig als... Das war der Jochen an der Kamera und der Seppel für euch am Mikrofon hier für Newcomer TV. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald.